Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Warhammer 40k Space Marine. In der letzten Folge haben wir hier diesen großen Onkel zu Fall gebracht und so langsam sollte es zum Le Grand Final kommen. Gute Nachrichten. Diese Strecke bringt uns direkt zum Titan-Manufaktorum. Je schneller, desto besser. Diese Orks haben uns ausgebremst. Und Nemeroth konnte die Invasion vorbereiten. Wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören. Na, dann machen wir das, oder? Also, ich bin dabei. Seid ihr dabei? Ja, seid ihr. Inhalte wird dir gespeichert. Das ist aber schön. Captain Titus, die Orks laufen davon. Was ist passiert? Der Captain hat ihren Warboss ein für alle Mal erledigt. Jetzt haben wir eine Chance. Verteidigung stärken. Das Dämonenheer wird nicht so leicht zu verschrecken sein. Viel Glück, Titus. Nee, leider nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Irgendwie kriegen wir die auch klein. Der Magos wurde benachrichtigt. Adeptus Astartes erkannt. Oh. Adamoriz, hier spricht Prinzeps Enoch im Titan Invictus. Hier ist Captain Titus. Status des Titan? Meine Mannschaft und ich sind drin, aber immobilisiert. Sie müssen ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Aktivieren, um die Verankerung zu lösen. Verstanden. Hm. Ich habe mich so an den Hammer gewöhnt. Den möchte ich gerne behalten. Und man ist dadurch leider ziemlich beeinträchtigt. Na? Komm, hol dir die Energie. Mann! Hm. Fängt ja schon geil an. Captain Es war natürlich nur ein Test. Was ist passiert? Der Captain hat ihren Warboss ein für alle Mal erledigt. Wollte nur gucken, ob die Sterbesequenz auch funktioniert. Das Dämonenheer wird nicht so leicht zu verschrecken sein. Weil man weiß ja nie. In den vorigen Folgen hat es ja immer funktioniert, aber es könnte ja sein, dass jetzt die Sterbesequenz gerade nicht funktioniert. Ja, und bitte hier noch Ausrede einfügen und dann ist alles gut. Hier spricht Prinzeps Enoch im Titan Invictus. Hier ist Captain Titus. Status des Titan? Meine Mannschaft und ich sind drin, aber immobilisiert. Sie müssen den Generator des Ankerplatzes aktivieren, um die Verankerung zu lösen. Verstanden. Hier mit euren Granaten. Oh, ich hätte gleich hier hinten rumgehen sollen wahrscheinlich. Ach, guck mal hier. Ah, eine Sonde. Ich weiß zwar noch nicht, was die Dinger uns eigentlich schlussendlich bringen. Wow, wow, jetzt mal nicht übertreiben, Kumpel. So, jetzt wird's aber zu bunt hier. Na? Na, Lebensenergie? Genau, die will ich haben. Danke. Ja, bist du fertig mit dem, oder? Na? Oh, läuft doch. Warum denn nicht gleich so? Okay, Brüder, weiter. Weiter geht's weiter. Ja, was war das jetzt schon wieder? Titus, also wirklich. Ist ja schön, wenn man Respekt vor einer Treppe hat und vor der Baukunst des Architekten, aber jetzt muss man nicht übertreiben und jedes Mal stehen bleiben. Okay. Stimmt, wir müssen ja noch zum Titan, ne? Inhalt wird gespeichert, dann könnte es gleich wieder aggressiv werden. Wow.
Alter. Ja, du nicht, ich schon. Hätte mir gar nicht... Ey, was haben die denn bitte für eine Waffen alle? Na, muss nicht sein. Muss doch nicht sein. Für die dunklen Götter nicht, nee. Nur für unseren Gott Imperator. Ja, ja, ich arbeite schon dran. Problem ist, diese Klänen, die bringen mir leider kein Leben. Oh nein. Öffnen. Aber solange der da oben ist. Ach, doch, die geben mir Lebensenergie. Brauch nur nichts großartig dafür machen. Ach so. So. Immer mal erwissen dürfen. Oh, okay, gut. Dela macht Glück. Nee. Wow. Übertreib nicht. Übertreib nicht hier. Na, sterb jetzt da oben endlich mal. Wow. Okay, so wird das nicht. So wird das nicht. Ach, da komme ich gar nicht rüber. Schön, dass es mir zu spät auffällt. Ich muss hier lang. Boah. Erzähl nicht, ey. Erzähl doch nicht. Der Typ muss doch da oben auch mal verrecken. Dass ich schon auf den geholzt habe. In Nähe. Oh, da ist noch einer. Na, komm, komm. Mach, mach. Hallo? Ich drücke hier. Ach, jetzt macht das endlich. Ja. Warum führt der jetzt meinen Move nicht aus? Ja, leider. Stirb doch endlich. So, den haben wir. Da fehlt aber noch was. Was, wer und wo lang? Oh, komm. Hör doch auf. Wisst ihr was? Dich lassen wir einfach da oben stehen. So. Aua. Stellen wir uns hier ums Eck. Da. Hat er jetzt davon. Spielen wir mit ihnen halt nicht, wenn da so Falke da oben steht, oder? Beschäftigt Körper und Geist. Arbeit ist edel und wertvoll. Ja, das kann man durchaus so sagen. Ja, das ist richtig. Harte Arbeit ist wichtig, ja. Oh, warte mal. Ach nee, doch, Schädel. Doch richtig gesehen. Alle Arbeit
Mitarbeiter der Klasse 9 und darüber müssen sich trotz des Notfalls zu ihren Schichten melden. Was? Warum? Wenn Notfall ist, warum soll ich mich dann noch zur Schicht melden? Da ist er. Wo? Oh. Ach, da. Ja. Geh direkt davor. Das war's, Ultramarines. Wenn sie unsere Verankerungen lösen, können wir die Invasoren vernichten. Ja, dann mach mal. Die Abtrünnigen bewachen ihn gut. Verstanden. Was? Was habe ich denn jetzt dabei? Ja. Erstmal werfen. Okay. So, dann müssen wir in den nächsten Raum und da ist hoffentlich dann die Verankerung, die wir lösen können. Das ist schon ein geiles Teil, also. Ja, damit durch die Gegend zu tingeln, hätte ich Bock drauf, ja. Dein Leben. Danke. Na, komm. Dann. Oh, jetzt. Na, jetzt aber. Und weiter hinten ist noch einer. Der traut sich ja was. Kommen die hier von allen Seiten, oder was? Wollt ihr mich verkackeiern? Dich werde ich den dunklen Göttern zum Fraß vorwerfen, Ultramarine! War ja klar. Warte mal, komm. Warte mal, wo ist denn der andere jetzt? Und dein Leben bitte. Vernichtet die Schwachen. Antwortet auf ihren Beschuss. Angreifen. Ah, komm. Hä? Dieser Aufzug bringt uns zur Verankerungssteuerung. Ich kümmere mich darum. Ich dachte, der wäre härter. Sie öffnen die Türen zur Manufaktorum. Verstanden, Captain. Aber, warte mal, da kommt bestimmt noch was. Lassen wir uns überraschen. Ich dachte erst, das wäre der Obermutz, aber... Nee, war er dann doch nicht. Oh, ein Aufzug, der auch mal gleich losfährt. Ich habe Inquisitor Drog ans Energiequelle bei mir. Wir müssen ihre Waffen damit aufladen. Die Energiequelle? Die Riten, die die Sicherheit betreffen. Nur die besten Tech-Priester. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird eine Chaosflotte über der Fabrikwelt hängen. Verstanden. Ach nee, da ist Türchen. Gut, dann nehmen wir das. Okay, was gibst du mir? Ultramarines Ort. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Ja, Sturmbeutel freigeschaltet. Der Sturmbeutel ist ein doppelläufiger Beutel, der eine wenig geringere Kadenz als der viel größere schwere Beutel aufweist, dessen Geschosse Hagel in hier auf Kosten der Stabilität, was die Einsatzmöglichkeit der Waffe auf mittlere und große Entfernung beschränkt. Ah ja. Okay,
Joa. Bringt mir nur nichts. Dann nehme ich... Nee. Das mit, weil ich will... mal die andere Waffe nutzen. Doppelläufiger Sturmbolter, hallo. Der klingt jedenfalls interessant. Gut. Verankerung gelöst. Invictus wird gestartet. Meine Brüder werden die Türen in Kürze öffnen. Bringen Sie Invictus zu den obersten Gerüsten. Ich komme an Bord. Ja, Captain. Oh, wir gehen an Bord. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Sonde. Mann, haut das Ding raus hier. Okay, ich bin verliebt. Ich mag das Ding. Ich mag den Bolter. Warte mal, ach, da hinten lang. Okay, dann gehen wir da hinten lang. Wenn wir da hinten lang müssen, dann machen wir das. So, dann nochmal ein Stockwerk hoch, damit wir auch da in den Titanen reinkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe ein Ziel für Sie. Der Orbitalturm. Der Turm. Aber Captain, er ist ein Meisterwerk des Maschinengottes. Er liefert Energie für das Warportal darüber. Der Turm muss fallen, wenn die Invasion enden soll. Ich verstehe. Jo, dann macht das Sinn, ne? Nee. Okay, was haben wir jetzt hier oben? Funkelt und leuchtet. Oh. Wohin muss die Energiequelle? Über die Armaturen zur Steuerbordseite, Captain. Ich öffne eine Wartungsapsis für das Vulkangeschütz. Protokolle ausgesetzt. Zugriff autorisiert. Die Apsis ist unter Ihnen, Captain. Was? Oh nee. Du verarschst mich. Ja, so wird das nix. Mal, willst du mich verkackeiern? Ich krimm mich hier weg und das war's, oder wie? Danke. Okay, auf die Entfernung bringt mir der Botter hier irgendwie gar nichts. Hier. Ja. Was zum Geier? Dies ist dein Job. Für den es sich zu sterben lohnt. Ach ja, wirklich? Es ist... Gegen die hatte ich... da habe ich ja null Chance. Weil die haben einen Strahl, der ist auf mich fixiert und das war's dann. Ich habe ein Ziel für sie. Der Orbitalturm. Der Turm. Aber Captain, er ist ein Meisterwerk des Maschinengottes. Er liefert Energie für das Warportal darüber. Der Turm muss fallen, wenn die Invasion enden soll. Ich verstehe. Na, dann versuchen wir es mal damit. Was bist denn du hier? Ja. Dann versuchen wir es mal damit. Vielleicht sind wir da ein bisschen besser aufgestellt. Nur 15 Schuss, aber... bramst hoffentlich rein.
Wohin muss die Energiequelle? Über die Armaturen zur Steuerbordseite, Captain. Ich öffne eine Wartungsapsis für das Vulkangeschütz. Protokolle ausgesetzt. Zugriff autorisiert. Die Apsis ist unter Ihnen, Captain. Dann bleibe ich mal hier, weil... hoffe mal, dass ich nicht gleich von beiden dann... Wow. Wow, wow, wow. Okay, hat das gereicht? Nach. Ja, auf den Trichter mit dem Scharfschützengewehr hätte ich natürlich auch eher kommen sollen. Aber wie heißt es so sch... Wow. Alter. Springen Sie zu den Gängen beim Vulkangeschütz, Captain. Echt? Okay, mache ich. Ah ja. Energiequelle erfolgreich integriert. Zielen oh, Sie auf den jetzt Orbital aber. Ziel erfolgt. Schuss. Komm. Jetzt. Okay. Wenigstens kein Rohrkrepierer im ersten Moment. Alarm. Energiekern wird ausgeworfen. Alle Systeme werden abgeschaltet. Okay. Alle Systeme überlastet. Hat's geklappt? Invictus war bewundernswert, Enoch. Das Warp-Portal schließt. Maschinen, Gott sei Dank. Alle Systeme werden abgeschaltet. Hi, Brüder. Ihr habt die Party verpasst. Aber warte mal, da fehlt doch noch der Obermutz. Aber Nemaroth und sein Dämonenheer sind immer noch frei. Aber er ist auf dieser Welt gefangen. Und umso dringender braucht er die Energiequelle. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Gute Neuigkeiten dazu. Leutnant Mira sagt, die Befreiungsflotte ist jetzt im System. Die Inquisition wird sicher Boten mitgeschickt haben, Captain. Vielleicht können wir ihnen das Gerät geben. Die Inquisition ist bereits daran gescheitert, seine Ausbeutung durch das Chaos zu verhindern. Nie wieder darf jemand das Gerät benutzen, Leandros. Nie wieder. Leutnant Mira soll eine Walküre schicken, die uns abholt. Ja, Captain. Ich nehme an, mit dem Bolter auf die Energiequelle zu schießen. Hilft nicht. Zu riskant. Wir könnten ein weiteres Warp-Portal öffnen. Auf MacRack werde ich es dem Ordensmeister und seinen Skriptoren anvertrauen. Und bis dahin? Mein bester Bruder wird sie zum Angriffskreuzer bringen und einschließen. Na gut. Bringen Sie dieses Ding in Sicherheit, Sergeant. So schnell ich kann. Und was machen Sie, während ich diesen kleinen Botengang erledige? Es gibt noch immer Tausende von Verrätern und Ketzern auf dieser Welt. Ich habe vor, Ihre Reihen auszudünnen. Leutnant Miras Walküre ist unterwegs, Captain. Bestens. Wir gehen zum Landeplatz und warten auf den Chaos-General. Na dann. Wenn wir das machen, dann machen wir das und wollen das auch tun. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, weil das Video ist lang genug. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.